Hallo liebe Zuschauer, ich habe hier jetzt den Boden hier weggemacht, habe da noch ein paar Kohleflöße und Kupfererz gefunden, noch ein bisschen Granit, Eklogit und Marmor. Oh, ja, der Boden machen wir dann später. Vor allem möchte ich jetzt zuerst mal, was ich so abgetragen habe, zeigen. Also vor allem die Erdstücke, Eklogitstücke, ein bisschen Marmor, nein, Granit ist es. Genau, Granit habe ich noch abgetragen. Der Marmor fängt erst hier an. Ist ein bisschen schade, weil es dann weniger gibt oder vielleicht auch tiefer geht, aber ja. Also der Bambus ist gewachsen, aber ich habe schon genug hier, ich hoffe es jedenfalls, geerntet. Hier oben habe ich alles, was ich geangelt habe und in den Reisen bekommen habe. Ich habe sogar eine Toilette bekommen. Ein WC, ein Pumpsklo. Und ein Crayfish Head Secret Item. Das Secret Item des Crayfish. Das man nicht mal anziehen kann. Und ein Mixer. Toastbrot. Ein Herzfisch. Muscheln, alles mögliche, eine Skikröte sogar. Ja, die alte ist kaputt, die habe ich kaputt gemacht natürlich. Neue Angel habe ich schon fast kaputt gemacht. Die Glück des Meeresangels habe ich beinahe kaputt gemacht, mit 3 Benutzungen noch. Und ja, dann habe ich hier drüben da ist, glaube ich, nichts Neues. Hier oben habe ich das Holz hingetan. Ja. So, der Kirschbaum, der ist hier drüben gewesen. Habe ich noch kurz geholt. Ich wollte schauen, ob es noch Obstbäume gibt, die wir nicht gesehen haben. Nur dort, wo wir schon erkundet haben. Und der Goosebär ist hier auf dem Berg oben gewesen. So. Gut. Schauen wir nochmal, was wir in den Reisen haben. Einen rohen Schnapper. Und rohe Jakobsmuschel. Ich sagte ja, ich werde keine Köder mehr machen und reintun oder so. Aber ja, für einen Fisch einen Köder ist extrem teuer und das wollte ich noch machen. Dass ihr ein bisschen seht, was wir so fischen können. Ohne es bei Nike zu zeigen, also Nutzerinterface. Die Kuh bringt mir gerade auf eine Idee und das Schwein. Wir machen dann noch ein paar Zäune und sperren die Kühe dann ein. Qualvoll. Gell, Farmer, hä? Ja, du sagst ja, gell. So. Nein, nein, wir machen eine große Freihaltung. Ohne qualvolles Zeugs. Das ist auch eine Wabe, 2 Waben sogar. Ich wollte hier hinten zuerst mal dieser gigantische Wald, wir haben ja schon gezeigt, dass dieser Wald hier ist. Aber der geht hier rüber bis ganz unten. Der geht wahrscheinlich um das Ödlandgebiet. Und das ist einfach geil. Da können wir schön etwas machen. So richtig Krieg gegen die Ödländer. Ödland-Barbaren. So richtig Ödland-Barbaren. Aber das Ödland-Barbaren, sag ich, nicht Königreich, aber ja, was haben Barbaren? Horden? Eigentlich sind sie ja nicht immer dort. Aber ich werde es so machen, dass sie dort sind. Oh, nice. Und kämpfen gegen die Baumhäuser Benutzer. Genau, da sind sie. Schaut euch das mal an. Ist das nicht nett? Kokosnuss? Wir sind hier schon in der Südsee oder in der Karibik. Ah, ist das nice. Aber die Gooseberry sind auch nice. Es sind viele Früchte nice. Aber, ja, wir müssen sie kaputt machen. Nein, wir müssen sie nicht kaputt machen. Der Baum, der muss hier stehen. Weil wir können überall noch Kokosnüsse, also
Nicht Kokosnüsse, aber Dschungelbäume holen. So, wir erkunden noch ein bisschen. Und dann machen wir das mit den Tieren. Und das Verzaubern, genau, das wollte ich ja schon letzte Folge noch dringend machen. Schon vor ein paar Folgen. Aber mich interessiert, was, wie groß der Wald ist. Was da drin ist, diesem Wald. So, hier drüben ist eben nur noch Tundra. Ja, der Wald ist sehr unübersichtlich und hat auch recht viel Wasser. Oh, ein schöner See. Oh, nein, danke. Ach komm. Sieht zwar schön aus, aber zu gefährlich für die Tiere vor allem dort. Müssen wir den Stein halt mal wieder abbauen dann. Aber Lava ist immer ein Feind für mich. Mag ich schon. Ja, mag ich, weil ich früher recht schlecht im Laufen war. Ich bin immer zu weit gerannt. Und so was. Und zum Beispiel im Neffe eine kleine Brücke machen. Einfach nur machen. Hat mich schon ein paar Tote bereitet. Früher. Und da bin ich schon Ewigkeiten nicht mehr gestorben. Aber früher war das noch irgendwie gar nicht so abgegrenzt, oder? Es war schon abgegrenzt, aber dass man so einfach so plötzlich dann darüber schoss. Und Geduld ist ja nie meine Stärke, so. Ich bin überrascht, dass es noch Menschen gibt, die noch ungeduldiger sind als ich. Aber ich bin immer ein Direkter. Wenn ich sage, ich gehe jetzt Fußball spielen, dann gehe ich Fußball spielen. Und dann gibt es keine Widerrede. Moos. Ja, der Wald ist so schön, ey. Ich könnte hier stundenlang herumlaufen. So genial gemacht. Höchstes Respekt an den Modder oder die Modder vom Biome so plenty. Das war eigentlich schon am Anfang viel größer als ExoBiomes XL. Und die haben das noch gewaltig vergrößert. Ich weiß, es gab viele Biome, die sich immer wieder wiederholt haben am Anfang, trotz der Größe. Und das Problem war auch immer, dass die Biome nicht zusammenpassten. Und das haben sie eigentlich recht gut gemacht. Noch bevor, glaube ich, das in Vanilla so war. Das war ja noch nicht so lange her. Bin gerade am Denken, wann das war. 1.5. Ich glaube, es war 1.5 oder 1. Nein, es war, glaube ich, 1.6, genau. Ja. Also, jetzt haben wir 1.10. War es also erst seit 5 Patches. So, also die großen. Die nicht ganz so großen mehr. Es werden irgendwie kleiner. Aber ich habe schon geplant, ich werde ein zweites Minecraft machen. Das zwar nicht so genau ist, aber sehr viel besser. Weil du kannst nicht einfach mal sagen, Bitch, please, ich mache ein besseres Minecraft. Es gibt einfach viele Dinge, die von Grund aus in Minecraft nicht so gut sind für meinen Anspruch. Das fängt schon an der Grafik an. Natürlich bin ich kein Grafikfetischist oder einfach einer, der sagt, ich brauche die beste Grafik, aber ja, also bitte 16 Pixel pro Block. Das ist mir viel zu wenig. Ja, 64 oder 128, das reicht, aber das ist dann schon wunderbar. So.
Eine Birne. Die können wir nicht nehmen, ne? Wieso habe ich zwei Blumen bekommen? Ich habe doch nur eine Blume genommen. So haben wir auch einen Birnenbaum. Wir müssen nur Platz haben. Wir müssen irgendwie Platz haben. Sonst können wir das auch weit weg machen. Da ist sogar noch Lava. Ja, da kann ich nicht anders lassen. Also vielleicht absperren oder so. Das ist wahrscheinlich, rate ich mal. Das ist eher eine Nuss. Das ist. Muskatnuss. Und das ist Pfirsich oder so, ich glaube eher nicht. Es ist Muskatnuss. Ich war mal auf einem Server. Nein, das war im Let's Play sogar, im vorigen Let's Play. Da stand irgendwas mit Nutmeg und ich dachte, was ist das für eine Nuss? Ich kenne doch alle Nussarten. Dann ist es einfach Muskatnuss. Also wir haben im Deutschen keine Nuss. Doch, wir haben eine Nuss. Aber man kommt nicht dazu. Muskatnuss. Ja, toll. Hä? Wirklich toll, wenn man nicht dazu kommt. Wenn man einfach nicht an die Nuss denkt, sondern an eine andere Nuss. Gut, so. Also. Ja, ihr hört es vielleicht, der Tag ist noch nicht vorüber seit den letzten zwei Parts, aber meine Stimme ist schon viel besser. Noch ein bisschen verklemmt. Aber sie geht jetzt und ich kann viel mehr wieder reden, ohne dass ich immer Schmerzen habe im Hals. So, oder? Gut, die Sachen müssen wir rüberlegen, das ist noch schlecht. Aber danach können wir gleich das Holz für die Zäune machen. Also rüber, hopp. Aber hopp, die hopp. So. Das kommt hier hin. Das. 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 Pilze. Ja, okay. Und der Rest kommt hier hin. Ah, die Dinge kommen nicht hier hin. Die Bäume. Die Setzlinge kommen hier nicht hin. Ah, ja. Dann mache ich am besten Fichtenholz, Säune. Müssen dann wieder fällen für das Haus, aber das geht sowieso mehrere Parts. Und ich fälle ja die Bäume eigentlich oft, also nicht im Video. So. Ich hoffe, es ist noch das alte Rezept, also so ist wahrscheinlich das neue Rezept. Ja. Ach Gottchen. Et futurum. Vier. So. Gut. Ich brauche mehr Holzbretter. Ja, okay. falsche Taste gewesen, aber jo. 60, 64 plus 8. So, ja, das reicht. So, das sind Weiden. Setzling, das ist gut. Jetzt kommen wir zum Fichten, also die Zäune hinsetzen. Ich wollte noch, ich wollte noch irgendwas machen. Naja, ich komme sicher drauf. So. Ja, nicht zum Lavasee. Dann müssen wir es schon fast hier machen. Hä? Die Baumfarm brauchen wir eigentlich nicht mehr. Er muss jetzt weg. So.
Ah ja, die Bienenwaben sind es. Dort beim Haus ist einer, hier ist einer und irgendwo weiter links ist auch noch einer. Die sind im Weg. Und dann müssen wir schauen, wie man die wegbekommt. Die bekommen wir mit einem Kescher weg. Und die anderen mit Harvestcraft irgendwas. Harvest. Ja, müsste hier irgendwo sein. Ein Schneidbrett. Da gibt es ganz verschiedene Küchen. Ich glaube, die kann man einfach abbauen, oder? Lammkebab. Wieso nicht? Eine Schokoladenrolle gibt es nicht als Textur. Die haben das wahrscheinlich eingefügt. Und dann einfach die Textur noch nicht fertig gemacht. Oder es ist ein Bug oder ein Anzeigefehler. Ja, man weiß es nicht. Dann holen wir alle Tiere. Machen die nächste Folge, dann die Verzauberfolge. Das ist jetzt ein bisschen wichtiger. Nein, wobei. Es ist ja nicht wichtig, aber es ist China. Das macht nicht jeder. Das macht nur fast jeder. Naja. Also ein bisschen uneben möchte ich es lassen. Machen wir nur das Zeugs hier weg. So. Fangen wir hier an. Ja, aber ein paar Sachen muss ich schon wegmachen. Bis ungefähr zum Haus. Ende. So. Hierhin. Noch mehr. Ja, dann machen wir das hier dazu. Wir müssen eventuell mehr Zäune noch craften. Aber das ist ja halb so schlimm. Ja, das ist klar, dass wir mehr brauchen. Ja, der Pilz kommt mit, gut. Oder wir machen es einfach noch nicht so weit. Das können wir immer noch expandieren. Aber ich will es wild lassen. Viele machen die Gegenden recht klein. Ja, auch ein bisschen. Weil ich nehme ja den Zaun von drüben mit. So, jetzt. Das ist ein schöner Abschluss und ich platziere. Was ist denn? Ah, hat wieder einige Zeit gebraucht. So. Dann hätten wir das. Können wir gleich gut sparen, indem wir den Bienen-Ding gar nicht abbauen müssen. Ja, okay. Ich bin eins noch falsch. So, jetzt. So, jetzt können wir hier noch ein paar Lichter machen. So.
Ja, gut. So, dann können wir hier ein Tor machen. Ja, ich mach das mit Ding. Mit Teppich. Sodele. Dann. Dann müssen wir Weizen holen und Körner und Rüben. Haben wir Rüben? Nee, glaube ich nicht. Ach Mist, wir haben keine Rüben, also Schweine müssen noch draußen bleiben. Weizen. Weizenkörner, hallo, da oben. So. Ja. Da wollen wir mal auch Katzen und Hunde. Und ja, jetzt bin ich ja noch wieder am Denken. Ja, Nibble-Bikes können wir dann auch züchten. Auch die möchte ich dann beim Baum züchten. Hallo Huhn. Das eine Huhn ist drin. Ja, hör auf Eier legen. Komm mit. So, haben wir Wolle? Wir haben Wolle mal. Gebraucht, aber das ist fürs Bett gewesen. Wir haben die Schere dabei, dann suchen wir kurz ein Schaf und nehmen es gleich mit. Kühe sind dort. Schafe ist dort. So. Da ist noch eine Giftpflanze. Weg damit. Da oben ist noch ein Schaf. Gut. Komm mit. Du auch. Komm mit. Du auch. Ja, du auch. Hopp. Oh, so viele. Komm mit. Du dummes Schaf, komm mit. Sonst esse ich dich. Die KI ist so dumm. Ja, komm jetzt. Was in einem guten Minecraft-Spiel gehört, ist eine gute KI. Aber das ist doch so schwer, Leute. Ich habe bei einem Kollegen gesehen, wie schwer denn das ist. Es ist ganz einfach. Es wird so mit Linien gemacht und ja, das ist sowas von leicht. Weil man kann die Linien überall anvisieren. Also man kann. Ja, man kann das einfach machen. Kostet nicht mal Arbeitsleistung fest. Also dann gibt es halt nur drei Ding. Ja. Ich werde den Rest der Tiere wahrscheinlich dann wieder nicht in der Aufnahme machen. Weil das auch langweilig ist, scheinbar für viele. Kann ich verstehen. Weil die KI wirklich furzdumm ist. Ja. So, jetzt kommt ihr wieder. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis die endlich wieder neugierig sind nach dem Heu. So, jetzt kommt. Ja, ihr kommt jetzt. Ihr kommt jetzt, ihr kommt jetzt. Der letzte im Käfig, im Gehege ist das dummste Schaf von dieser Welt. Ja, komm. Lieber hier machen.
die Schafe können gar nicht rein, so. Ach komm, ey, das ist so nervig. Zähne müssen so hoch sein, weil die drüber springen können. Nein. Kann man doch gleich machen, Spieler können drüber, Tiere auch, aber nur mit Begleitung von Menschen. Also wenn man, wenn sie mit dem Weizen gelockt werden, genau. Das ist das Wort, das ich nicht gefunden habe. So, komm. Komm. Du bist ein Körnerfresser, du blödes Huhn. Wieso sind alle in der Ecke? Jetzt wird wieder eins entwischen. 100 Pro. Hallo? Hallo? So, bravo, bravissimo, fantastico. Oh je. So. Ja, die Kühe sind aber auch in diese Richtung. Dann mache ich das hier. So. Hopp. Toll. Bin ich ein bisschen höher und komme nicht mehr unter dem Blatt. Oh, die Blätter sind doch durchlässig. Oder fast durchlässig, je nachdem wie hart die Blätter sind. Da drüben irgendwo sind die Kühe. Die brauchen wir natürlich auch noch. Hallo? Ein Schwein ist keine Kuh. Hä? Haben wir nur eine Kuh? Wo ist dein Kollege? Dort oben, hä? Komm, Kuh. Wir hatten mal zwei Kühe. Das wusste ich, aber die ist da oben. Jetzt. Das geht mal gar nicht. So, Kuh. Wie hoch ist deine Intelligenz? Scheinbar extrem tief. Ja, nicht schielen. Du musst gerade ausschauen. Du musst deinen Kollege vom Baum holen. So, jetzt kommen beide mit, aber sehr schnell. Sonst werde ich wütend. Ha! Die tanzen lieber herum. Ich hab's gesehen. Ja, ja, sie tanzen. Seht ihr? Die wollen nur tanzen. Die wollen nicht mitkommen. Die wollen kein Futter haben. Ihr verhungert doch. Komm, ihr wollt doch paaren. Mit normalem Gras könnt ihr doch euch nicht paaren. Komm schon. Es wäre gut, wenn in der Wildnis die Tiere automatisch paaren würden. Müsste man auch nicht immer füttern. Aber dann müssten sie sterben. Verhungern, qualvoll. Ach komm jetzt. Wie doof bist du? So. Das ist die höchste Bestrafung der Geduld. Das geht mal gar nicht. Da mache ich das immer in einer schönen geraden Ebene. Aber natürlich ist es hier unmöglich. Vor allem in diesem World Generator. So, jetzt kommt die aber wieder. Kommt. Meine Schätzchenküchen. Ihr habt so töne Eiter. Ja, ja. Komm. Nicht tanzen. Komm. So. Wunderbar. Jetzt fehlen nur noch die Schweine. Dafür brauchen wir aber Karotten. Das sind Pilze. Das ist kein Ei. Hm. Gut. Wir füttern Schafe.
Die haben länger hier ausgehalten. Und wir füttern die Kühe. Und natürlich die Hühnchen. Ja, wir haben Nachzucht. Hühnchen Nummer 2. Hühnchen Nummer 2 und Hühnchen Nummer 1. Ihr seid bereit, zum euch zu vervielfältigen. Aber bitte nicht im Gras. Und das kleine Schaf schaut zu. Das geht noch gar nicht. So. Gut. Mission complete. Und ja. Der Part ist lange gewesen. Aber ja, anstrengend. Nein, einfach schön. Ein schöner Part. So. Sortiere hier noch kurz. Dann nehme ich den zweiten Part für heute Abend auf. Jo, danke fürs Schauen. Tschüss.